Warum bringst du eine Hymne heraus über diese Stadt? Ja, bei dem Wetter kann man sich das echt fragen, warum. Sieht nicht so schön aus. Nee, ich bin vor kurzem nach Berlin gezogen. Was heißt vor kurzem? Vor einem Jahr. Aus beruflichen Gründen. Und immer wenn ich erzähle, ich komme aus Hannover, heißt es, oh, so kleinbürgerlich, so spießig, so langweilig. Und das nervt mich halt, weil ich bin hier 22 Jahre lang aufgewachsen und weiß, dass es nicht so ist. Und deswegen möchte ich jetzt endlich mal den Leuten in 3 Minuten kompressiert zeigen, was die Stadt zu bieten hat, mit einem Video, mit einem Song. Und ich denke, da sind wir auf einem ganz guten Weg. In erster Linie geht es mir natürlich auch darum, dass die Stadt in ein gutes Licht gerückt wird. Ich weiß ja, dass die Stadt schön ist, nur muss man da leider noch Leute, die noch nicht hier waren und wenn nur den Bahnhof gesehen haben, auch von überzeugen. Also ich hatte ja schon bei der Stadt Hannover angefragt und auch den Song vorgestellt, das Videokonzept. Und die waren sehr angetan, meinten, dass sie es auf jeden Fall teilen, an ihre Kanäle weitergeben, aus Social Media Werbung machen. Nur sich irgendwie finanziell zu beteiligen oder dergleichen, das wollten sie dann nicht machen. Ja, also ich mache schon immer Musik, schon seit ich denken kann. Richtig los ging es dann mit 9 Jahren im Knabenchor Hannover. Erst hat meine Mutter mich dorthin geschleift. Ich war nicht so begeistert, da man 2-mal die Woche Gesangsunterricht hatte, 3 Stunden, dann immer noch 1-2 Konzerte, einige Fahrten auch außerhalb. Ja, war schon viel Zeit, die man da investiert hat, viel Freizeit, die dann weggegangen ist. Nur freut man sich heute natürlich, dass einem das zugute kommt. Man hatte diese Gesangsausbildung, hat halt gelernt, wie man die Stimme stützt, wie man richtig singt. Und nach dem Stimmbruch dann mit Klavier weitergemacht, dass ich jetzt nur noch, wenn vom, ja, frei herausspiele, nicht mehr vom Blatt wie damals. Und habe dann weitergemacht, indem ich Kompositionsunterricht genommen habe, Musikproduktionsunterricht. Und habe dann jetzt letztes Jahr mein kleines Homestudio aufgebaut und dieses Jahr auch meine erste EP rausgebracht. Soul heißt die übrigens. Ja, also ich bin zufrieden. Es war jetzt der erste Versuch, so noch als professionelles Hobby zu der Zeit, um zu gucken, wie die Leute darauf reagieren, wie die ganze Sache ankommt. Und ja, ich habe jetzt einiges verkauft, natürlich erstmal im Bekannten- und Freundeskreis. Die Resonanz war durchweg positiv, gerade auf die Songs Wann komme ich an, Sonne auf der Haut, die ich mit dem Produzenten aus New York, dem David Schönwetter, zusammen produziert habe. Und ja, die liefen dann auch im Radio, bei Fritz Radio. Ich weiß nicht, ob man es kennt, ist eher so Brandenburg, Berlin, der Raum. Aber auch Big FM im Newcomer Contest dann einmal gespielt worden. Und das waren schon erste Erfolge, wo ich jetzt drauf aufbaue.